Hallo, ich bin Ruth Hofmann und ich darf heute wieder einen Audi testen, nämlich diesen Q5. Das ist nicht irgendeiner, sondern ein Q5 TFSIe, bedeutet Plug-in-Hybrid. Was ist das überhaupt? Vereinfacht gesagt, eine Mischung aus Elektro- und Verbrennungsmotor, also innerstädtisch elektrisch fahren und auf Langstrecke dann mit dem Verbrennungsmotor. Wie das genau funktioniert, schaue ich mir an. Ich werde den Q5 auf Alltagstauglichkeit testen. So, jetzt brauche ich nur noch einen Schlüssel. Dankeschön, dann kann's losgehen. Grüne Ampel, da kommen wir durch. So, also, machen wir mal an. Kein Sound. Leise. Wichtig ist, es gibt drei Fahrmodi. Wenn ich einschalte, habe ich hier das grüne Symbol EV. Das ist immer automatisch eingestellt. Ich kann aber hier unten auch direkt anwählen, was es noch gibt. Im Display zeigt mir das dann das Ganze an. Hybridmodus, der Verbrenner schaltet sich hinzu. Battery Hold, da wird die Batterieladung gehalten. Diese drei Modi kann ich also anwählen. Ich fahre normalerweise kein elektrisches Auto, aber das Praktische ist, ich muss gar nicht so viel nachdenken, denn das Auto macht ganz viel selbst. Und wie, das will ich jetzt rausfinden. Wir sind jetzt gerade natürlich sehr CO2-sparsam unterwegs, aber das Auto hat auch richtig Power, 367 PS. Da müssen wir später auch noch ein bisschen Gas geben. Wir fahren im EV-Modus, rein elektrisches Fahren. Reichweite 40 Kilometer klingt jetzt erstmal nicht so besonders weit. Aber aktuelle Studien belegen, dass wir eigentlich am Tag zur Arbeit und zurück ohnehin nicht weiterfahren. Das heißt, alles, was man so am Tag erledigen muss, kriegen wir alles bequem damit abgedeckt. Also das ist ja schon beeindruckend. Man merkt gar nicht, dass das Auto an ist. Das ist einfach total leise. Fühlt sich ein bisschen an wie Schweben hier, ganz geschmeidig. Grüne Ampel, da kommen wir durch. Ich beschleunige und das ist sehr interessant, weil sobald ich über den Druckpunkt komme, schaltet sich der Verbrennungsmotor dazu und das spürt man richtig, weil man da das Feedback übers Fahrpedal bekommt und dann wirklich den Impuls am Fuß auch hat. So, jetzt aber raus aus der Stadt. Ich habe nämlich noch einen Termin am Flughafen. Gebe ich das mal ins Navi ein. Fahre mich zum Flughafen München. Die Eingabe wird verarbeitet. Ich habe ja vorhin die Adresse ins Navi eingegeben. Somit sind wir jetzt im Hybridmodus. Kann man hier oben auch am Symbol erkennen. Und das Coole daran ist, das Auto denkt selbst mit. Also sammelt jegliche Informationen zur Strecke, zu Geschwindigkeitsbegrenzungen und wählt damit den effizientesten Fahrstil. Und ich kann mich einfach auf den Fahrspaß konzentrieren. Und dieses Auto ist nicht nur effizient, sondern hat auch eine Menge Power. Sieht man hier in der Boost-Funktion, wenn ich zum Beispiel mal überholen muss oder kurzzeitig Gas geben will, dann kriege ich da die optimale Dynamik. Ja. Dann gibt es ja noch den dritten Modus, Battery Hold, den schalten wir jetzt mal ein. Da wird die Batterie geschont, hauptsächlich über den Verbrenner gefahren und das, was ich noch von der Batterie verbrauche, wird dann über Rekuperation, entscheidendes Stichwort, wieder zurückgeführt. Der Flughafen liegt vor uns und ich könnte tatsächlich meine Batterie aufladen. Die haben wir nämlich ganz runtergefahren heute, weil wir so fleißig unterwegs waren. Mal schauen, wo ich die nächste Ladestation finde. So, das machen wir über die My Audi App. Zack, ach, hervorragend, direkt in der Nähe. Mit der App kann ich alles ganz bequem steuern, Ladestatus, Ladevorgang checken und ich kann sogar zum Beispiel die Klimaanlage anstellen, noch bevor ich zum Auto zurückkehre. Hallo! Hallo Ruth, freut mich sehr. Ja, freut mich auch, schön, dass es klappt. Ich treffe jetzt Boris Blasinski aus der Audi-Entwicklung. Er hat den Audi Q5 TFSIe mitentwickelt. Boris, ich bin zum ersten Mal heute elektrisch gefahren. Was würdest du denn sagen, ist aus deiner Sicht das ganz Besondere an dem Auto? Also ein Plug-in-Hybrid gibt ja zwei Funktionen. Das ist die Plug-in-Funktion, die du heute schon erlebt hast, und die Hybrid-Funktion. Das bedeutet, auch wenn du mal nicht an der Ladesäule stehen konntest, bekommst du Boost, du bekommst Rekuperation und du bekommst in diesem Fall eine vorausschauende Betriebsstrategie, die für dich hunderte Kilometer im Voraus plant, wo es denn Sinn macht, elektrisch zu fahren.
Und da ist mir das Stichwort Rekuperation aufgefallen. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Rekuperation steht für Energierückgewinnung. Es gibt die Schubrekuperation und die Bremsrekuperation. Schub bedeutet, du gehst vom Gas und das Fahrzeug steuert intelligent, vorausschauend für dich die richtige Verzögerung. Und Bremsrekuperation bekommst du immer dann, wenn du bremst. Und ich durfte es heute selber testen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute. Meine erste Erfahrung mit einem Plug-in-Hybrid. Ich musste mich tatsächlich erstmal an dieses ganz leise elektrische Fahren gewöhnen. Aber das Zusammenspiel zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor funktioniert so easy. Das Auto regelt alles selbst. Und das ist wirklich ein Fahrzeug für Leute, die ja, gerne schnell und auch mit großen Autos unterwegs sind, aber gleichzeitig auch noch CO2 sparen wollen. Also ich würde sagen, Test auf Alltagstauglichkeit bestanden.